Die Jagd nach Platin geht weiter. Crash muss jetzt ja nicht weiter Jojo spielen hier. Willkommen zurück zur Insane Trilogy. Zum Replay mit der PC-Version. Es geht zu Gun Tomorrow. Was jetzt eigentlich ein Klack sein sollte, nachdem wir im gleichen Stil ja schon nicht Future Fancy, sondern Future Tense erledigt haben. Mal schauen. Mal schauen. Und es ist eigentlich generell ein Klacks. Vorausgesetzt, man hat, und Superman. Dann kann da eigentlich gar nicht mehr so krass viel schief gehen. Oder? Oder war das doch nochmal. Weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung, ob es in der Central die deutlich schwieriger war. Und den hätte ich eigentlich. Der hätte mich verletzen müssen. Ich finde es schön, dass er es nicht getan hat. Wie konnte ich denn jetzt bitte. Okay. Zeitlich schon mal mega verkackt. Wunderbar. Egal. Egal. Nee, mich. Ich weiß gerade nicht mehr, was da am Ende war mit den 2 Sekunden. Kann ich mir die mit dem Superman holen, indem ich da drauf springe oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ob das ging oder ob das eben nicht ging oder. Muss ich ja nochmal ausprobieren. Ich werde es auch ausprobieren, weil der Run ist halt sowieso jetzt nicht so gut. Die Zeit ist nicht so blendend. Mit dem Run kann ich es auf jeden Fall mal machen. Okay. Die Kiste, die jetzt gleich kommt. Okay, ja, das funktioniert, das funktioniert. Okay, gut. Dennoch wird das wahrscheinlich nicht für Platin reichen. Weil das wäre einfach. Das war eigentlich echt schlecht. Muss ich sagen. Das war eigentlich echt schlecht. Das Tolle ist halt, dass man einfach mit 2 Supermans hier durchrushen kann. Wenn man den ersten Teil geschafft hat. Das ist super. Aber wenn das Platin ist, dann weiß ich nicht. Okay, es war kein Platin. Ich habe im ersten Teil halt einfach viel zu viel Zeit verloren. Deswegen durfte das echt kein Platin sein. Okay. Wissen wir Bescheid. Allerdings noch nicht, wie viel wir besser sein müssen. Aber das werden nicht mehr als 5 Sekunden sein. Und das sollte auch relativ leicht sein, das rauszuholen. Und relativ fix gehen. Oh, es sind doch 6 Sekunden. Schön. Okay. Also eine 1, 2, 10 war es, glaube ich. 1, 2 auf jeden Fall. Und versuchen wir mal unter eine 1-2 zu kommen. Auch das sollte nicht allzu schwierig sein eigentlich. So. Hier habe ich jetzt gerade bei den Kisten eine Menge Zeit verloren. So macht man das elegant. Das war ein bisschen eleganter. So. Nein! Ja, ich muss natürlich auch erstmal auf der Plattform landen, damit ich das Ding umspringen kann. Ist klar, ja. Aber wirklich, das lässt sich unglaublich gut spielen, die PC-Version. Auch mit dem Reliktrennen. Oder im Reliktrennen. Mit der Sprintfunktion. Das ist weiterhin smooth as fuck und das ist gut. Aber das ist richtig gut. So. Bin hier nochmal sicher gegangen. Ja klar, und der Teil hat natürlich auch eine Menge Zeit gekostet. So. Hätte auch nochmal eine Ecke schneller sein können. Eine ganze Ecke schneller, auch wenn er jetzt gerade mal rumgesprungen ist und alles. Eine 1-2 wird das, glaube ich, nicht. Und auch der Teil hat gerade nochmal Zeit gekostet. Mit Gas. Die Plattform fährt auch langsamer als sonst, glaube ich. Weil er läuft ja sofort los und so, das ist echt gut. So, all das ein bisschen schneller. Aber ob das jetzt so viel schneller war, dass das jetzt Platin wird, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. 1-2, ne? Gönnt euch das mal. Und die Uhr tickt gnadenlos weiter, während wir noch auf der Reise durch Schlummerland sind. Das wird nichts, Freunde. Das wird nichts. Es war relativ knapp diesmal. Aber dennoch hat das noch nicht gereicht. Da müssen wir vor allem, also was heißt vor allem, eigentlich nur im Anfangsbereich können wir noch Zeit gut machen. Im Mittelsektor und im Endsektor, da müssen wir eigentlich sowieso nur durchlaufen und ein bisschen rutschen währenddessen. Das haben wir auch eigentlich ganz gut gemacht, also da können wir nicht mehr viel rausholen. Aber hier vielleicht noch den ein oder anderen Rutschsprung vielleicht auch einbauen.
würde das Ganze vielleicht noch eine Ecke schneller und flüssiger laufen. Ja, Mann, fuck. Ich dachte, ich komme da so mit meinem Kopf dran von unten. Das war leider nicht so. Aber was soll's. Es geht fröhlich weiter. Och, Mann, oh. Okay, das war jetzt mein Fehler, weil ich da unbedingt meinen Rutschsprung noch einbauen wollte. Hätte ich besser gelassen. An der Stelle soll ich es auch lassen. Zum Glück verliere ich keine Leben. Wunderbar, da könnte ich eigentlich auch noch einen Rutschsprung machen, aber egal. Sehr gut. Da musste ich diesmal quasi nicht außen rum. Okay, nehmen wir so mit. Ist okay. 22 ist eigentlich zu spät. Das wird nicht funktionieren, schätze ich mal. Da muss ich eigentlich schon früher sein. Mit einer 20er am besten. War ich da nicht gerade mit der 48 oder sowas? Keine Ahnung. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. 1, 2, Guys. 1, 2. Okay, das sollte eigentlich reichen. Das sollte eigentlich reichen. Ja, ich habe ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr gerutscht im Mittelteil jetzt. Im Mittelteil habe ich es rausgeholt, tatsächlich. Wow. Nicht schlecht. Gut. Also, Rutschen ist tatsächlich ein Allheilmittel hier. Was ich gar nicht so gedacht hätte beim Sprinten, weil das Sprinten an sich ist ja schon ziemlich powerful und mächtig und so. Aber tatsächlich, damit kann man nochmal so ein paar entscheidende, teilweise sogar Sekunden rausholen. Hätte ich so gar nicht gedacht. Okay, 5. Warp Room ist komplett. Dann geht es damit jetzt in den 4. Warp Room mit Tomb Raider. Worauf uns schon alle mächtig freuen. Hey ho, wird das toll. Ich hab keinen Bock. Dieser schmale Grat zwischen Risiko und Tod mag ich nicht so. Absolut nicht. Aber was bleibt mir anderes übrig? Man muss die richtige Balance halt finden. Anders kann man hier leider kein Platin holen. Kann man einfach durch. Kann man sich jetzt schön die Maske snacken. Aber direkt weiter in dem Rhythmus. Denn auch sonst wird Platin unmöglich. Hier sind 2 Sekunden, die würde ich mir gerne holen und dann einfach weiter. Das funktioniert, genau. Kann man sich mal kurz ausruhen. Und dann am besten direkt weiter. Genau, wunderbar. Ist das Wasser gerade unten? Fuck, okay, gut. Das hätte ich sowieso nicht geschafft. Ich glaube, das könnte der entscheidende Rhythmus gewesen sein, der mich jetzt um den Sieg gebracht hat. Aber okay. Wir versuchen es trotzdem weiter. Geh runter, Wasser. Dankeschön. War hier nicht mal ein Abgrund? Oder war es eine andere Stelle, die ich gerade im Kopf habe? Keine Ahnung. Leider auch keine Ahnung, was Platin ist. Leider nicht 1,25, was ich gerade irgendwie gehofft habe. Da müssen wir leider noch ein bisschen schneller sein. Aber wir haben immerhin Gold im First Try. Das ist ja auch gar nicht so schlecht, ne? Aber es ist nicht unser Anspruch. Wir wollen Platin. Natürlich. Weil wir sind krank. Aber ich habe jetzt schon so oft Platin geholt. Egal ob jetzt... Was heißt da gut? In der Central G einmal halt in Crash 3. Aber sonst ja schon so oft. Und es ist natürlich 1,24. Leck mich am Arsch. Eine knappe Sekunde. Ah, ist das traurig. Mano. Aber First Try Gold war das.
Auch nicht schlecht. Wo kann ich die Sekunde einsparen? Ja, das ist eine gute Frage, die ich so ad hoc nicht beantworten kann. Vielleicht schon nur so Banalitäten. Allerdings ist das Wasser hier sowieso oben. Deswegen bringt uns das hier herzlich wenig. Oder durch solche Sachen natürlich, ein bisschen mehr rutschen. Das ist eine berechtigte Vermutung. Das hat uns jetzt zum Glück keine Zeit gekostet, weil das Wasser so oben war. Da war ich ein bisschen mutiger. Sehr gut. Und da kommen wir jetzt so durch, hoffentlich. Wenn nicht, bin ich einfach nur gefickt. Das haben wir geschafft. Zugegeben, es war sehr knapp. Aber es hat funktioniert. Es war knapp, das war sehr knapp. Runter bitte, dankeschön. Sieht eigentlich sehr gut aus, wenn ich jetzt nicht irgendwie in den Abgrund falle oder so. Dann sollte es das eigentlich sein. Safe sollte es das dann sein. Ich bin jetzt den ganzen Rhythmus schneller. Und dann war das der Second Try mit einer 1:14:83 haben wir Tomb Raider geschafft. Das ist schön. Der analoge Alfred Alban oder so ist wieder am Start. Ich denke mir jetzt jedes Mal neue Synonyme für AAA aus. Die es rechtfertigen, dass ich da nicht meine richtigen Initialien eingebe. Und wir hatten sogar das gleiche Ding. Wir waren genau 10 Sekunden schneller. Cool. Irgendwie cool. Aber unnötig. Also ein unnötiger Fakt, dass es so ist. Ja, in 9 Minuten geht übrigens das nächste WM-Spiel hier los. Das nächste Achtelfinale Dänemark gegen Kroatien. Oder Kroatien gegen Dänemark. Das ist, glaube ich. Von der Reihenfolge her meine ich jetzt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass gerade Russland die Spanier rausgeschmissen hat. Zwar erst im Elfmeterschießen, also rausgeschmissen klingt ein bisschen, die hätten 3-0 gewonnen. Ganz so war es nicht. Wir haben auch sogar zurückgelegen. Allerdings durch ein Eigentor. Ja, war auf jeden Fall sehr spannend, die letzten Minuten noch zu sehen. Ich hab mir das ganze Spiel zum Glück nicht gegeben, weil das soll relativ langweilig gewesen sein. Aber ich habe dann ab der, ich glaube es war so 103. Minute oder so angemacht. Also war fast die erste Hälfte der Nachspielzeit rum. Verlängerung, nicht Nachspielzeit. Hab dann die Verlängerung geguckt, also zu Ende, und das Elfmeterschießen. Das war es auf jeden Fall wert. Den Rest wäre es wahrscheinlich nicht wert gewesen, es wäre es nicht wert gewesen, es zu schauen. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Bei Future Frenzy. Aktuell läuft es noch ganz gut. Ja, egal, egal. Kann man so machen. Sollte man aber eigentlich nicht. War jetzt nicht die Ideallösung. Aber auch egal. Es war verfickt knapp. Vor allem im Hinblick darauf, dass wir hier gleich Superman werden können. Wo ich dann doch schon mich sehr geärgert hätte über die Maske, über den Maskenverlust. Ich ärgere mich darüber, dass ich eine Maske habe, genau. Weil dann werde ich Superman. Geht doch nicht. Ich und Superman werden. Mensch! Crash. Warum? War das in der Ancient Trilogy so? Okay. Die Plattform. Den Plattformen ist mein Superman egal. Finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Das war doch gerade das Feature des Superman hier in Future Frenzy. Was soll das? Wieder wertvolle Zeit verloren gerade. Und reicht das, reicht das, reicht das? Es reicht für Platin im First Try in Future Frenzy. Für den, keine Ahnung, alternierenden Abraham Australia, keine Ahnung. Ich höre damit auf, mir fallen nicht so viele Namen und Worte mit A ein. Aber es ist vollkommen egal, denn wir kriegen hier Platin um Platin und jetzt geht's. In Telltale, da wird es wieder ein bisschen kritischer. Vor allem aufgrund der Steuerung. Dennoch freue ich mich sehr darauf.
Weil Platin ist einfach so toll und es ist so schön, es zu holen. Es macht so viel Spaß in dieser tollen Version der Insane Trilogy, die auf 60 FPS läuft. Man kann es nicht oft genug sagen. In der aktuellen Aufnahme Flut, die wird jetzt ja wahrscheinlich abgeklungen sein, aber am Wochenende nach dem Release der Insane Trilogy war es ja so, dass die Videos natürlich auch nicht direkt auf Fuck verfügbar waren, sondern nur auf YouTube. Nee, dass die erstmal nur auf, keine Ahnung, maximal 720p verfügbar waren, aber halt vor allem nicht in 60 FPS. Allerdings sind die natürlich schon in 60 FPS, die Videos, weil sonst würde es keinen Sinn machen, die PC-Version zu let's playen. Außer ich hätte halt die Insane Trilogy noch überhaupt nicht let's played. Aber das ist ja nicht der Fall. Der Sinn des Let's Plays ist natürlich dann schon, neben dem generellen Sinn der Unterhaltung, dass man eben auch 60 FPS dann zur Verfügung hat, so wie eben, wenn man es spielt. Und das sollte gegeben sein. Ich habe auch mal stichprobenartig ein paar Videos reingeguckt auf YouTube. Ist auch in 60 FPS verfügbar. Mit HD Quality, das finde ich gut. Sag bloß, die ist hier... War die auch so kacke hier, die Möwe? Ich weiß es gar nicht mehr. Sie hat mich jetzt auf jeden Fall getroffen, obwohl sie mich nicht hätte treffen dürfen. Finde ich nicht gut. Überhaupt nicht. Weil das Level sowieso schon kacke genug ist. Da muss mich nicht noch die Möwe abfacken. Wie im Original. Das ist echt nicht notwendig. Also bitte verpiss dich jetzt schon mal. Sie ist jetzt einfach gar nicht da. Ist ja auch toll. Die Möwe war jetzt einfach mal gar nicht da. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Literally. Die gab's jetzt hier wirklich nicht, die Möwe. Ja, relativ knapp hat gepasst. Fahren wir mal hier rum und... Oh mein Gott, das war verfickt knapp. Aber die Bombe hat mich auch mega verarscht. Die wollte eigentlich erst in die andere Richtung irgendwie driften. War auf jeden Fall ganz komisch. Und ich habe hier gerade ein bisschen Probleme. Ich bin mal vom Gas gegangen. Weil mir das doch schon ein bisschen zu schnell war. Dafür, dass ich da irgendwie wieder richtig komisch dann... auf die Plattform fahre und dann wegen diesem Drift das die Kiste nicht kriege. Da hatte ich keinen Bock drauf. Warte nur eine Sekunde, aber die war es wert. So. Leider keine Maske mehr, das wäre wunderschön, aber bald haben wir die Chance auf eine weitere Maske. Die ich aber im Zweifel liegen lasse. Wenn sie zu riskant ist. Das ist aber immer eine Situationsentscheidung, deswegen keine Ahnung. Hoffen wir mal, dass die Situation auf meiner Seite ist. Oder so. Die Situation meint eigentlich, dass die Kanonen nicht so richtig bescheuert gerade sind. Okay, ich habe direkt meine Maske verloren. Ist egal. Ich lebe noch. Hab auch die 2- und 3-Sekunden-Kiste bekommen. Allerdings wird zeitlich wahrscheinlich jetzt langsam knapp. Das war übrigens auch knapp mit der Bombe. Aber hier ist gerade sowieso einiges knapp. Da musste ich vom Gas gehen, sonst wäre ich voll in die Bomben gedriftet. Natürlich jetzt auch so eine Insane Trilogy-Eigenheit. Man hier besonders aufpassen muss auf sowas, aber ich schätze mal, wenn ich so vorsichtig spiele, wie ich jetzt gerade teilweise spiele, wird das wahrscheinlich eher nicht Platin werden. Aber mal schauen, vielleicht sind sie ja gnädig und es ist Platin, das wäre toll. Wahrscheinlich ist 1.10 Platin. Oder irgendwas, was drüber liegt, ich habe schon wieder Platin und das im First Try, mehr oder weniger, im First Try, wo ich wirklich durchkomme. Alter Vater, ist das gut? Ist das gut? Alter, wäre ich so gegen den Rick gewesen im Race, dann wäre es richtig spannend gewesen. War ich leider nicht. Mann. Ärgert mich umso mehr, wenn ich sehe, was ich hier gerade rocke. Im Race, in der Insane Trilogy, werde ich den Rick aber richtig abziehen, wenn ich das hier so sehe. Na, dann werde ich wahrscheinlich wirklich richtig abkacken. Nochmal. So, bye bye Blimps. Bye bye Hollywood Hills. Kehre die Fahrzeugsteuerung im Optionsmenü um. Ja, das habe ich doch schon längst gemacht, Mensch. Die ist ja kacke. Ach ja, Crash. Wir steuern Crash hier, ne? In Bye Bye Blimps. Normalerweise steuert man hier Coco. Aber mit dem Release der Insane Trilogy auf den ganzen verschiedenen Konsolen und dem PC hat man es tatsächlich, ja, gemacht, dass man die... ja, mit Bombers konnte man, glaube ich, schon immer mit Coco steuern. Aber, also jetzt im Insane Trilogy. Aber jetzt kann man auch tatsächlich bei Blimps mit Crash spielen. Was cool ist. Das ging vorher auf der PlayStation nicht. Das sieht zwar nach einer super Zeit aus, wer den alten Teil kennt, aber
Ich habe trotzdem nicht die Hoffnung, dass das Platin ist. Also die Hoffnung schon, aber ich glaube nicht, dass es Platin ist. Dafür war das doch ein bisschen zu langsam, glaube ich. Ja. Gibt's ein Problem, Officer? Ja. Alles okay. Also ich denke zumindest, dass der Officer stand. Keine Ahnung, wofür das O stand, aber das ist, macht Sinn. Aber ich denke, da werden wir doch noch eine gute Ecke runter müssen. Aber schön, dann hätten wir, wenn wir das jetzt noch schaffen, wieder 5 Relikte in einem Part geschafft. Damit so gesehen einen ganzen Warp Room. Allerdings eben nur so gesehen. Beinahe beim letzten Mal mal 4 geschafft, aber jetzt haben wir einen ganzen Warp Room geschafft, so rum. Ah, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, 31, okay, gut. Ich konnte es gerade noch so ändern. Tatsächlich 2 Sekunden runter, 31, okay, alles gut. Sollte machbar sein. So, direkt nach rechts, den hier abballern. So. Den hier abballern. Sind wir schön in der Mitte, können jetzt von hier aus schon mal ein bisschen manövrieren. Down, sehr gut. Meine Energie achte ich so gut wie gar nicht. Down, sehr gut. Und komm, das war's. 31, nee, habe ich leider nicht geschafft. Blöd. Aber ich bleib bei meiner Strategie, dass ich die Uhr abknalle und dann einfach direkt nach rechts fliege. Die ist nämlich gut, finde ich. Man müsste aber auch warten, bis der Zeppelin wirklich down ist oder das Luftschiff oder wie auch immer. Ich will das Intro hier nicht sehen, Mensch. Jedes Mal. Hey, hallo! Mann, nervt mich das. Das triggert mich. Hat wieder ewig lang gedauert, jetzt zu umdrehen. Na komm, geh down. Also wird getroffen und geh down. Ja, es wird wieder nichts, glaube ich. Okay, aber das ist ja sogar noch schlechter als der erste Versuch. Ich verstehe es nicht. Okay, dann fliege ich doch erstmal ein bisschen weiter bis zu der Uhr. Und werde dann tatsächlich erst umdrehen und losballern und alles. Also hier jetzt mal umdrehen. Ich bin quasi schon ein bisschen weiter im Level und bin dann näher an den beiden hier. Das ist tatsächlich doch besser. Sehe ich auch ein, warum das so ist. Na komm. Voll. Er ist aber wieder weit weg. Wird wieder nix. Alter! Ich kann maximal meine eigene Zeit gerade schlagen. Was ist da los? Warum? Warum ist das so? Okay, dann werde ich jetzt schon mal so eine Schleife fliegen. So ein bisschen. Damit ich quasi direkt auf den zufliege. Und dadurch ein bisschen Zeit spare. Ich werde jetzt erstmal hier so ein bisschen in die Gegend fliegen. Und dann erst zu dem. Das wirklich Zeit spart. Sehe ich immer noch kritisch, aber. Ne? Das war blöd von mir. Aber angenommen, das wäre jetzt ein Schuss mehr gewesen. Hätte ich es trotzdem nicht geschafft. Ich verstehe gerade nicht, was ich falsch mache. Oder was ich großartig besser machen soll. Mit Bombers ging eigentlich voll klar. Aber bei Blimps ist es immer so knapp irgendwie. Ich verstehe meistens nicht, was ich falsch mache, genau. Ich fliege wahrscheinlich einfach nicht weit genug in die Mitte. Das wird es tatsächlich sein. Das kann doch nicht wahr sein, sag mal.
Ich krieg es überhaupt nicht hin. Aha. Also doch nur 4 Relikte in diesem Part oder was? Kann auch nicht wahr sein. Nicht, dass das eine schlechte Quote wäre oder irgendwas, aber... Oh, okay. Ich kann gerade nicht nach unten... Ich kann mit meinem Stick gerade nicht zielen. Was ist das denn? Lustiger Bug. Mein Stick funktioniert nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber gut. Dann würde ich sagen, machen wir es einfach beim nächsten Mal. Wenn wir sowieso gerade schon mal raus müssen. Also bis dahin. Tschüss.